Ich glaube, dass die Selbstmord, die Idee hilft einem, wie soll ich sagen, das Leben zu erfahren. Warum? Weil, ich würde sogar sagen, dass in der Schule sollte man von Selbstmord sagen, manche Schüler sagen, hören Sie mal, sie sind glücklich, sie sind keine Knechten, sie haben immer einen Ausgang. Und man muss nicht, die Selbstmordidee muss eine positive Idee sein, wie in der Antike. In der Antike, die Stoiker und die ganze antike Philosophie, nicht alle, aber hauptsächlich. Der Selbstmord war eine Lösung. Das ist ein Beweis, der einzige Beweis, dass der Mensch ein freies Wesen ist. Dass er nicht in einem Kerker ist. Und ich selbst, ich habe das in diesem Philologismus mal gesagt, dass ohne die Idee des Selbstmordes hätte mich seit langem gefühlt. Und das ist vielleicht die Zusammenfassung meiner Einstellung. Also, nichts zerstört in dieser Hinsicht. Im Gegenteil, der Mensch, der braucht die Idee der Fache und das Ausgang wie nicht in einem Kerker. Und das kann man nur für sich selbst machen. Also, das ist nicht eine Einladung zum Selbstmord, sondern eine Einladung, das Leben zu ertragen durch diese Idee. Das muss sehr klar sein für mich. Aber ganz absolut gesprochen, ja, dann ohne wenn sie mich zwingen würden. Gibt es eine Lösung? Nein, ich würde Nein sagen. Also in meinem Existenzaugenblick, ich sage, dass vielleicht der Selbstmord ist eine Lösung. Aber das Interessante ist, im Leben ist, diese Lösung immer aufzuschieben. Das ist interessant.